Servus und schön, dass ihr vorbeischaut. Ich bin der Kroko und ich heiße euch herzlich willkommen in SkyTag. Hi, Mensch, so viel ist passiert. Einige von euch sitzen vielleicht hier mit Wut entbrannt im Gesicht und warten drauf, was Kroko tun wird. Andere sind hier, weil sie sich dafür interessieren, wie wir Plünderer in SkyTag bekommen wollen. Das werden wir auf alle Fälle als ein Thema hier angehen, weil ich möchte unbedingt mal meinen ersten Pillager-Raid durchführen, auch wenn ich ein bisschen Schiss habe, was dann so passiert mit den Nachbarn. Kann euch dazu aber kein Versprechen abliefern, weil wir jetzt erstmal testen, ob wir Plünderer überhaupt hierher bekommen. Und ich genieße gerade die wunderbare Welt mit Shadern, bevor es wieder das Ruckeln anfängt. Was haben wir an FPS zu bieten? Knappe 30, ich muss mal die Sichtweite runterschrauben, ist eh schon weit unten. Shader, also gerade den Shader, den ich hier habe, der ist schon extremst. Ja, da schaue ich schon genau in die richtige Richtung, denn das ist das Thema, das uns jetzt als erstes beschäftigen wird. Der ein oder andere von euch hat es mitbekommen. Oh, da ist sogar richtig was los. Oh, da fliegen wir jetzt erstmal weiter. Okay, die haben sich selber geopfert. Nichts darauf spawnen. Der ein oder andere von euch erinnert sich vielleicht an den kleinen, gemeinen Prank, den wir da gemacht haben, wo wir dem lieben Basti erzählt haben, das hier wäre eine Schatzinsel. Wenn ich weiß, was hier genau passiert ist, einfach letzte Folge anschauen, Folge beim Basti anschauen, dann wisst ihr Bescheid. In der Schalkebox war nichts anderes wie eine Niete. Das Ganze diente nur dazu, den Basti ins Void zu schicken. Anders als wir das vielleicht erwartet haben, nachdem Basti ja doch schon sehr viel Erfahrung mit dem Void hat, ist er tatsächlich draufgegangen dabei. Er hat es nicht geschafft, sich schnell zu retten. Deswegen haben wir jetzt den Basti auf dem Gewissen. Wow, ist das ein cooler Anblick. Ich wollte gerade hier nach oben fliegen. Wow. Sollten vielleicht unsere Inseln von unten auch noch beleuchten in Zukunft. Wow, das gefällt mir. Könnte ich mal ein Thumbnail draus machen. Aber ihr kennt mich ja. So den lieben Basti einfach so abmrücksen oder in den Tod fallen lassen, weil ich meine, die Falle war schon sehr gemein. Das ist ja auch nicht die gute Kroko-Art. Und wenn man einen Prank macht und auch wenn der Prank teuer ist, sollte man dafür gerade stehen. Und das tun wir jetzt auch. Ihr habt sie schon entdeckt, ne? Meine letzte übrige Elytra. Wir schnappen uns Emeralds, Bücher und düsen los, um diese Elytra, ja, Basti tauglich zu machen. Wir brauchen auf alle Fälle ein Mending-Buch und wir brauchen noch ein Unbreaking. Da ist es auch schon. Haltbarkeit 3, Unbreaking. Damit ist die Elytra schon mal sehr gut. Vielleicht fragt sich der ein oder andere, Kroko, warum hast du das denn überhaupt gemacht? Und warum gerade der Basti, mit dem du so viele Sachen gemeinsam machst? Oder dazu kann ich nur sagen, gerade weil ich den Basti kenne und gerade weil ich mit dem Basti so viele Sachen gemeinsam mache, kann ich ihn auch mal ein bisschen dem Schabernack aussetzen, wo ich weiß, der ist jemand, der das verkraftet. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Spark da hinunterfallen lasse mit voller Ausrüstung, der würde das nicht ganz so gut wegstecken, denke ich, wie der gute Basti. Irgendwie ist diese Nacht so idyllisch. Vielleicht, weil keiner da ist am Server, so ruhig ist oder so. Irgendwie ist es so idyllisch. Mir sind die Level ausgegangen. Ich muss hier mal so ein bisschen Eisen verkaufen und Level sammeln, Jungs, damit ich weiter die Sachen verzaubern kann hier. Oh hey, spielt doch noch mal ein bisschen Ruckelpolizei. Wie kann man sich das Ganze anschauen mit Shadern? Vielleicht lasse ich die Shader eine Weile mal laufen und ihr sagt mir, ob es zu sehr ruckelt oder ob es passt. Und vielleicht setzen wir einfach die Render Distance dafür noch ein Stückchen zurück. Ihr schreibt es mir in die Kommentare. Ich spiele dabei mal mit Shadern. Danach weiß ich, wie es läuft. Wir brauchen jetzt natürlich für unsere Elytra noch irgendeinen netten Namen, mit dem wir den Basti... Ich glaube, er kriegt eine Ehren-Elytra. Eine Ehren-Elytra, weil er für uns unseren Prank so gut überstanden hat, kriegt er die Ehren-Elytra. Aber das schreiben wir in einem, ist ein Wort. Okay, ich sollte sie vielleicht auch noch gescheit reparieren, hey. Damit wäre die Ehren-Elytra voll und ganz repariert. Nice. Bevor wir jetzt, ich sage jetzt mal, Teil 2 unserer Wiedergutmachung in Angriff nehmen, werden wir das Hauptprojekt attackieren und schauen, dass wir Pillager auftreiben. Ich hatte mich gefragt, warum spawnt bei so viel Fläche nicht irgendwo eine Patrouille von Pillagern, von Plünderern? Warum gibt es die nirgendwo? Und das Spannende ist, Pillager-Patrouillen spawnen 100 Minuten, nachdem eine Welt generiert ist. Haben wir eigentlich, sollte eigentlich machbar sein. Pillager-Patrouillen spawnen überall, außer Pilzbiome, also Pilzland und Pilzküste. Haben wir natürlich auch. Jetzt kommt der Punkt, Pillager spawnen nur dann, wenn man sich nicht in der Nähe eines Dorfes befindet. Also wir reden da von diesen Patrouillen, dass sie spawnen, ne? Und der Witz ist, gerade hier auf dem Server ist an jeder Ecke ein Dorf. Zumindest das, was Minecraft als Dorf
identifiziert. Sowas zum Beispiel hier. Das ist ein Dorf. Das da ist ein Dorf. Das ist ein Dorf. Glocke ist ein Dorf. An jeder Ecke ist ein Dorf. Und sobald sich ein Spieler im Dorf befindet, spawnen keine Patrouillen. Mein Versuch wäre jetzt mal, eine Plattform zu generieren, dort hinten. Also wir werden uns von hier eine ganze Weile rausbauen und dort eine große, wunderbar runde Plattform machen. Abchecken, ob da nicht irgendwo Dorfbewohner drinstecken, nicht, dass wir wieder ein Dorf in der Nähe haben. Und dann dort eine Plattform machen, wo wir stehen können und Dinge spawnen lassen können. Das Ganze dekorieren wir wie in eine schöne Landschaft. Ich meine, Moos haben wir ja genug, ne? Und dann hoffen wir und schauen wir, ob das funktioniert. Ich kann es euch nicht sagen, ich werde es aber ausprobieren. Wir werden es herausfinden. Nachdem so eine Plattform unglaublich viele Ressourcen braucht und ich gerade ressourcenknapp bin, wie immer, dachte ich mir, schauen wir beim Spark vorbei. Und wir wissen ja alle, der hat Bruchstein ohne Ende. Und ich bin so frei und möchte mich da auch bedienen, aber natürlich nicht ohne Bezahlung. Und deswegen dachte ich mir, wir nehmen uns zwei Schalkerboxen und jede Schalkerbox Bruchstein bezahlen wir mit 64 Emerald. Und dann stellen wir einfach mal hier ein Fass hin. In das Fass kommen die zweimal 64 Emerald und ein Schild drauf für eine Doppelkiste Bruchstein. Okay. Ich hoffe, der Preis ist für Spark in Ordnung. Wenn nicht, kann er ja mit mir einfach nochmal nachverhandeln. Ich bin diesmal noch frech davon ausgegangen. Das passt so. Okay, eine wunderbar geistreiche Unterhaltung mit einem guten Cast. Später bin ich jetzt hier hinter Spark seiner Base, oberhalb von seiner Sandfarm und würde mich jetzt einfach, ich denke, der Abstand ist weit genug, wenn ich hier mal auf die Karte schaue, einfach hier ins Hinterland bauen. Also ein Stück weiter nach hinten rein, dass wir einen guten Abstand haben und da dann eine Plattform machen. Aktuell mache ich eine wunderbar kreisrunde Plattform, Durchmesser 45 Blöcke. Ich hatte schon überlegt, auf vielleicht so 64 zu gehen, aber ich habe ein bisschen Angst, dass ich da nicht fertig werde. 45 Blöcke, ich glaube, ich bin lang genug damit beschäftigt. Ist unglaublich still hier draußen. Legen wir los. Ich dachte mir heute, wir könnten auch mal wieder eine Timelapse machen, wo ich ein bisschen was zu erkläre und so einspreche. Deswegen hier kurz mein Vorgehen einmal erklärt. Ich möchte jetzt erstmal außenrum den Rahmen bauen, wie ihr seht, und möchte dann aber gleichzeitig mich immer vergewissern, dass ich auch richtig baue. Deswegen, Entschuldigung. Diese Verbindung hier zwischendrin einfach mittig nochmal zu überprüfen, ob ich richtig liege und dann den Kreis fertig bauen. Ja, denn wenn ich einfach so drauf losgebaut hätte und es wäre ein Fehler hier drin gewesen, hätte ich mich ganz schön geärgert, aber es scheint gut zu sein, es scheint zu funktionieren. Wir haben nur noch ein Problem. Hier spawnen überall Monster. Nein, Mist, Mist, nein. Das ist ja, ich will das immer eins höher bauen. In meinem Konzept muss das eins höher. Das wird jetzt lustig, weil ich jetzt versuche, das unten drunter zu bauen. Also ich erkläre euch mal kurz mein Problem. Mein Problem, bevor ich es euch erkläre, heißt jetzt erstmal Treibstoff. Also erstmal ein bisschen Treibstoff besorgen und dann erkläre ich euch das Problem. Wir brauchen eh noch Moos, denn ohne Moos nichts los. Okay, ich nehme mal nur ein bisschen Moos mit. Ich komme nachher nochmal für die große Moosmenge. Mein Plan war ja dann eigentlich, oder ist eigentlich immer, bei mir schaut das Ganze immer so aus, das ist die obere Schicht. So, die äußere Schicht ist dann der Bruchstein hier so. Und die innere Schicht ist dann Gras oder Moos oder was auch immer. Irgendwas stimmt aber noch nicht. Ich glaube, es stimmt so oder so nicht. Ich glaube, ich muss alles abbauen. Ich glaube, es gibt keinen Trick. Ich glaube, ich muss echt alles nochmal neu bauen. Oder ich mache die Plattform einfach anders. Und fange vielleicht damit an, Fackeln zu holen, bevor... Ja gut, auf dem bisschen. Ich hole Fackeln. Dann holen wir uns gleich jede Menge Moos. Sehr schön, jetzt muss ich dann langsam wieder neues Moos nachproduzieren, weil mir tatsächlich das Moos ausgeht. Wir machen es nämlich jetzt so. Ich wollte ja ursprünglich eigentlich unten eine ganze... Oh Gott, kann ich denn einfach nicht landen? Ich bin mir echt nicht sicher. Soll ich es einfach nochmal abbauen? Einfach nur, damit es genauso aussieht wie da drüben. Ja, komm. Wir bauen es ab. Man unterschätzt immer, wie lang es wirklich dauert, so eine einfache Fläche zu füllen. Wow. Naja, ich habe es geschafft. Es gibt vielleicht ein Problem. Ich will nicht die Spawnraten von dem Ding eigentlich mit meiner Fläche hier beeinflussen. Was ich vielleicht tue, wenn ich das nicht ausleuchte, was ich eigentlich vorhatte, ist nicht auszuleuchten. Ich werde da mal Rücksprache mit dem Spark halten, ob man da mit einer eingeschränkten Sichtweite dann was regeln kann, dass dann hier nichts mehr spawnt. Das kläre ich mal mit ihm ab, dass ich seine Farm da nicht außer Gefecht setze. Im Zweifel muss ich ja alles wieder sprengen. Da ist die Ebene.
Wow. Große, freie Fläche. Und jetzt ist die Frage, spawnen da Pillager? Cast ist noch online. Ich weiß nicht, ob andere Leute in der Nähe von Dörfern sein dürfen. Wahrscheinlich schon. Vielleicht darf ich nicht in der Nähe vom Dorf sein. Vielleicht darf ein Dorf nicht eingeblendet sein. Da können wir ja mal die Chunks einfach voll runter reduzieren. Und dann muss ich wahrscheinlich einfach ewig hier warten. Und hoffen, dass so eine Pillager-Patrouille spawnt. Boah. Ich bin nicht so der Typ fürs Warten. Ich muss außerdem noch Sachen erledigen. Ich lasse es mal dabei so. Das muss noch schön gestaltet werden, natürlich. Bevor ich mich jetzt groß ans Warten mache, möchte ich den zweiten Teil vorbereiten, dem ich ja dem Basti irgendwie noch schuldig bin. Netherite, Rüstung, Ausrüstung oder ähnliches. Schauen wir mal, wie viel Netherite wir auf Lager haben. 12 Netherite Scraps. Halt, geben in Kombination mit 12 Gold, bekanntlich 3 Netherite. Okay, dann, ich weiß es nicht. Ich glaube, er hatte Schuhe, Hose, Brustpanzer und wahrscheinlich noch ein Schwert, wenn ich mich richtig erinnere. Das heißt, wir brauchen mindestens noch ein Netherite mehr. Wir schauen mal, was wir beim Cast da so shoppen können. Stimmt, Cast, sein Schalker-Shop gibt's auch. Preise permanent gesenkt. 1 gleich 8 Emerald. 1 gleich 20 Emeralds. Kostet ja nix. Nice, aber wir brauchen gar keine Schalkerkisten. Wir wollen schauen, was sich hier so an Wither-Köpfen tut. Einer gleich 9 Emeralds. Perfekt. 1 gleich 48 Emeralds. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Stimmt das so? Ich glaube, das stimmt schon so. Dann schmeißen wir die 8 mal in unseren Ofen hier rein. Wunderbar, nehmen uns schon mal 8 Gold. Dann machen wir daraus nochmal 2 Ancient Debris. Nein, 2 Netherite. Und dann sind wir damit doch eigentlich ganz gut aufgestellt. Aber ich glaube, er braucht nur 4. Ich glaube, 5 ist too much. Dann können wir uns 1 aufheben und haben 1 für was auch immer wir noch machen wollen. Das hieße, wir könnten dem Basti das jetzt einfach geben und gut wäre es. Aber ich würde sagen, ihr habt ja wahrscheinlich schon mitbekommen, die Elytra habe ich ihm im Stream am Donnerstag ja schon überreicht. Aber das Netherite würde ich jetzt einfach mal noch zurückhalten. Und vielleicht machen wir ihm doch eine richtige Schatzsuche. Wenn ihr Ideen für eine richtige Schatzsuche habt, schreibt sie mir unten in die Kommentare rein. Und wenn ihr eine Schatzsuche wollt, schreibt mir das gerne auch. Und ich werde mir dabei Gedanken machen, wie und was wir da machen könnten. Wäre ich echt neugierig, ob wir das wieder gut hinkriegen. Mit euren Ideen gemeinsam, denke ich, kriegen wir eine Schatzsuche hin. Schreibt mir was, ich überlege mir was und dann machen wir dem Basti da was. So baut man im Übrigen eine automatische Eisenfarm. Die fallen da oben runter und kümmern sich immer brav um die Slimes. Mega gut. Ich bin aber nicht wegen Slimes da. Ich wollte Gunpowder holen und dem Basti jetzt so eine kleine Wiedergutmachungsbox bauen. Und das ist sie, die Wiedergutmachbox. Ehren-Elytra hier in der Mitte drin und außenrum eine Menge Raketen. Ich hoffe, das hat ihm gefallen. Ihr wisst es bereits, ich weiß es noch nicht. Immer dieses Raum-Zeit-Kontinuum, ne, ihr wisst schon, Aufnahme, Stream und so. Verrückt. Ich würde sagen, während ich jetzt darauf warte, dass mir hier noch die ein oder andere Pillager-Patrouille vielleicht spawnt. Aber irgendwie habe ich da kein gutes Gefühl bei. Ich hoffe es echt, es funktioniert so. Ich muss mal im nächsten Stream oder so mit dem Spark diskutieren. Also während ich auf alle Fälle warte, bis die spawnt hier, werde ich jetzt hier einfach ein bisschen terraformen und bauen. Aber wahrscheinlich bin ich dann auch wieder zu nah da und dann kann wieder nichts spawnen. Dabei habe ich die Plattform jetzt extra schon groß gemacht. Ich werde da mal mit dem Spark reden müssen. Das muss doch irgendwie gehen. Ich weiß, ich habe euch heute schon ganz oft um eure Hilfe gefragt, aber wenn einer von euch weiß, wie man Pillager in der Skyblock-Welt bekommt, dann bitte, bitte, bitte nur her damit mit der Info. Ab in die Kommentare. Irgendwer wird's doch wissen. Trau mich irgendwie nicht, da hinten noch mehr Moos hinzumachen, weil dann spawnen mir da ja nichts, spawnt mir ja nichts drauf. Ich habe zwei so hübsche Bäumchen hingestellt, habe das Haus jetzt so ein bisschen heruntergekommen aussehen lassen. Ich finde es eigentlich ganz cool. Kaputtes Dach und die Sachen so. Da muss noch ein braunes oder grünes Bett rein.
Aber an sich finde ich es eigentlich ganz cool für so eine Insel, die eigentlich nur den Nutzen hat, dass hier mal ein Pillager spawnen soll. Aber ich glaube, es ist der falsche Ansatz. Ich finde, es passt voll gut so mit dem Wüstenbiom, in dem wir uns da befinden. Und dann, wie das dann so heruntergekommen wirkt. Klar, das ist jetzt nicht ganz fertig und so, ne, weil ich nur die Ecke gebaut habe. Ich will, wie gesagt, das eigentlich als Spawnfläche haben. Jetzt kappen wir mal die Verbindung zu Spark rüber, dann weiß keiner mehr, woher wir gekommen sind. Natürlich! Pillager-Patrouillen spawnen nicht, aber Händler. Drip Leaf, wir wollen Drip Leaves. Pufferfische sind verlockend, aber Drip Leaves. Ich nehme dir die Pufferfische ab. Wie immer, weißt du ja Bescheid. Ich habe mich jetzt mal frech hier AFK hingestellt. In der Hoffnung, eine Pillager-Patrouille zu bekommen und bin jetzt wieder hier in den Rechner und es ist Nacht. Da gehe ich sicher nicht raus. Ich stehe in der Glaskapsel, deswegen passiert mir nichts. Sehen die mich, wenn ich mich bewege? Hallo, hier bin ich. Na, Gott sei Dank nicht. Oh, wieso sieht er mich? Da lädt sich wunderbar um der Shader aus. Also ich dachte mir, wenn mein Computer schon unnötig alleine läuft, dann wenigstens ohne Shader-Last. Ich glaube, wir kommen hier gar nicht lebend drauf. Wir müssen auf alle Fälle auf Tag warten. Ey, das ist ja brutal. Fantastisch. Experiment gescheitert. Halbe Insel in die Luft gesprengt. Jetzt kann ich wieder reparieren. Ich war ein ganz ein Smarter und hatte in diese Glaskugel, in dieses Glasgehäuse, weder ein Elytra noch sonst irgendwas mitgenommen. Das heißt, ich stand dann da umringt von Monstern. Und wie wir alle eigentlich wissen sollten, weder Creeper noch Husks verbrennen am Tag. Ja, deswegen hatte ich dann das Problem, dass ich hier einer riesigen Anzahl Monster gegenüberstand und versucht habe zu überleben. Hat nicht funktioniert. Wir haben hier ein paar Löcher. Ich repariere mal und dann erzähle ich euch, was so passiert ist. Der Plan war, hier diese wunderbare Pillager-Patrouille spawnen zu lassen. Zumindest eine Pillager-Patrouille spawnen zu lassen. Und das Einzige, was ich geschafft habe, war hier unnötig alles rumzusprengen. Also das war nicht erfolgreich. Ich werde heute Abend um 20.15 Uhr im Livestream einfach mal versuchen, den Spark anzuhauen. Mit ihm hier zu reden, vor allem auch, weil wir ja doch nah an seiner Farm hier dran sind. Zum einen das da mit ihm besprechen und zum anderen abklären, wie es möglich ist, Pillager-Patrouillen hier zu bekommen. Vielleicht hat er eine Ahnung. Müssen wir mal schauen. Irgendwie wird es ja wohl machbar sein. Damit sind wir am Ende des Videos angekommen. Ich bin nicht so ganz happy. Ich hätte mich echt gefreut, wenn ich da eine Patrouille bekommen hätte. Aber war mir nicht vergönnt. Wir kriegen das hoffentlich noch raus. Oh, meine Moosfarm läuft noch. Ich habe überlebt. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Macht es gut. Wir sehen uns im nächsten Video. Verzeih.